ganz in Weiß, eingekleidet von Real Madrid. Kubanische Mädchen und Jungen spielen Fußball, trainieren 5 gegen 2. Angeleitet von Emil Butragueño, Real-Idol und heute internationaler Repräsentant der Königlichen. Real hat in Havanna ein Fußball-Nachwuchscamp eröffnet, gemeinsam mit dem Nationalen Sportinstitut Kubas. Im Spiel lernen sie sich einander zu helfen. Sie lernen zu gewinnen und machen die Erfahrung zu verlieren. Sie müssen Disziplin zeigen, Respekt vor den Kollegen und vor dem Trainer. Darauf legen wir besonderen Wert. Und in der Zukunft wollen wir noch viele Projekte mehr haben und auf diesem aufbauen. Wir wünschen uns, dass wir hier erfolgreich sind. Ich denke, diese Woche ist sehr positiv verlaufen. Das Projekt ist einzigartig. Real Madrid ist der erste Club überhaupt, der sich auf Kuba engagiert. Rund 100 Kinder und Trainer werden ausgebildet. Das Land ist im Wandel. Noch führt der Fußball ein Schattendasein. In der Weltrangliste steht Kuba auf Platz 142, direkt hinter Tadschikistan und Hongkong. Aber bei den Jugendlichen ist der Sport schon jetzt so beliebt wie Baseball, Kubas Nationalsport. Die Begeisterung für das Real Trainingscamp ist groß. Es ist eine ganz tolle Sache für uns, Butragueño zu treffen. Jetzt kennen wir ihn. Ich wollte schon immer mit einer Berühmtheit spielen, mit einer Persönlichkeit, die mir sagt, du bist einer, du hast Talent. Ich bin glücklich, so wie es gelaufen ist. Das ist, wie gesagt, ein einzigartiges Experiment. Natürlich investiert Real nicht ganz uneigennützig in das Projekt. Nicht unwahrscheinlich, dass schon in einigen Jahren von vielversprechenden kubanischen Nachwuchsspielern die Rede sein wird.